Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert, die Kronlande der Tundra. Was? Die Kron-Tundra. Nee, warte mal. Die Schneelande der Krone. So. Boah, ich bin immer verwirrt, wenn ich das sage. Also, ja, okay, wir sind hier. Wir gehen jetzt hier rein. Hallo, guck mal da. Denn ich habe folgendes: Ich habe den Pokédex vervollständigt. Gut, oder? Haha. Ich habe das Phantomross hier rüber gepackt. Ich habe die Viecher alle gefangen mit richtigen Wesen. Also, das hat ehrlich gesagt geklappt, mit was ich letzte Episode gesagt habe. Dass man, Entschuldigung, dass man, weil nicht mit Synchro ein Pokémon an erster Stelle packen kann und dann in die Reihen laufen konnte. Und dann haben genau diese Pokémon die gleichen Wesen gehabt. Richtig geil, ne? Die drei Vögel habe ich auch. Regidrago habe ich mir rüber getauscht aus Schild. Hat übrigens nicht geklappt, so wie ich mir das vorgestellt habe. Und zwar, ich habe nämlich die drei Regis rüber getauscht nach Schild, damit ich die Tür öffnen kann, weil man muss sie ja im Team haben und dann in diese Tür reingehen, damit die sich öffnet. Hat nicht geklappt. Ich bin mit den drei im Team vor der Tür hingegangen. Hat aber nicht geklappt. Ich musste nämlich die drei Regis aus der gleichen Edition nach einem im Team haben, was ein bisschen doof ist, aber ja, bedeutete sozusagen, ich muss die drei Viecher noch mal fangen, ne? Und ja, dann konnte ich das Ding erst fangen. Ja, alle anderen Pokémon auch gefangen. Wir haben alles und jeden im Pokédex. Das heißt, boom, du gibst mir wahrscheinlich mehr eine Belohnung, ne? Ja, sehr schön. Lass mich mal einen Blick drauf werfen. Der Fortschritt deines Pokédex wird überprüft. Du hast bisher 210 Pokémon gesehen und gefangen. Du hast es tatsächlich geschafft. Meinen herzlichen Glückwunsch. Du hast den Kronen-Pokédex vervollständigt. Dank dir bin ich meiner Pokémon-Forschung ein ganzes Stück vorangekommen. Hast ein Glück, dass ich damals ausgerechnet dir begegnet bin. Für deine hervorragende Leistung werde ich dir deine Liga-Karte mit einem besonderen Abzeichen versehen. So, das wär's. Nimm dies bitte als Zeichen meiner Dankbarkeit. Geschlossene Krone, Originaldesign. Okay. 50 Sonderbonbons, hat 3 Goldkronkorken. Oh. Das kriegt nicht jeder hin. So viel ist sicher. Du kannst stolz auf dich sein. Okay, cool. Warte mal, gibst du mir nicht so eine Urkunde oder so? Normalerweise wird irgendwie so gezeigt. So hier, dieser Spieler hat Dingen abgeschlossen, dann krieg ich irgendwas. So, ich habe eine geschlossene Krone bekommen. Was ist das? Zum Anziehen, oder? Hab ich jetzt echt eine Krone bekommen. Da wäre natürlich geil. Gucken wir uns jetzt aber noch nicht an. Ich werde jetzt mal hier hingehen, weil wir sind immer noch nicht dahin gegangen. Weil da sind wahrscheinlich. Ich nehme jetzt mal sehr stark an, dass da die legendären Vögel sind in ihre Gala-Version. Ne? Ich habe die Animation abgestellt, oder? Ja. Nein. Ja. So, die müssen wir uns auch noch schnappen, ne? Damit wir alle legendären hier gefangen haben. So nehme ich mal an. Ich habe keinen Platz mehr in meinen Pokédex, also müssen das die letzten sein. Pokédex Liga-Karte. Ist bestimmt so eine, ja, so eine grüne Krone jetzt. Ja, immer noch 6 Sterne. Warum? Ich hätte jetzt 8 haben können. Nicht den Rüstungsdecks und den Kronendex. Hier ist mal 1 Stern. Hallo. Ja, aber kein Pin irgendwie so bekommen. Ne? So ein Schiller-Pin, womit ich besser Shiny-Pokémon fangen kann und so. Da irgendwas anderes. Ich habe jetzt 50 Sonderbonbons gekriegt. Ich meine, ist jetzt nicht schlecht, aber das ist eine vergängliche Belohnung, finde ich. Also, ja, komm. Hätte auch noch ein bisschen mehr drin sein können. So, jedes Mal, wenn ich hier hingekommen bin, kam eine Cutscene, die ich mir noch nicht angeschaut habe, natürlich. Also, was ist hier los? Beep, beep, beep. Hallo, ich bin's, Peony. Ich hätte mal eine Frage. Wo zum Teufel bist du? Oh, warte kurz. Im Fernsehen laufen gerade brandheiße Neuigkeiten. Mal wurden in manchen Teilen der Region seltsame Vogel-Pokémon gesichtet. Das sage ich doch. Ein Pokémon mit spitzen Federn hält sich anscheinend in der Naturzone auf.
Ein Pokémon in flackernden Flammen soll zum Rüstungsinsel geflogen sein. Ein besonders anmutiges Exemplar vielleicht wohl in der Kronstelle landen, um mehr. Vielleicht sind das ja die Vogel-Pokémon aus meinen Notizen. Das alles wirklich stimmt, taufe ich diese Expedition auf den Namen. Sagenhafte Sichtung, legendäre Vögel am kolossalen Baum. Ja, irgendwie nicht. Ich dachte, die sind überall anders. Huch, da habe ich bei der Aufregung glatt vergessen, wofür ich mit dir sprechen wollte. Worüber ich mit dir sprechen wollte. Egal, was sicher nichts Wichtiges. Bis bald, man hört sich. Okay. Mein Charakter da vollkommen seelenlos einfach steht. Okay, dann heißt, ich muss ihn die drei Gebieten da finden oder was? So wie es aussieht. Oh Gott, ich dachte, wenn jetzt hier alle auftauchen oder irgendwie so. Matt. Ich will ja nicht schütteln, ich wollte das Item. Ich kann den Baum schütteln. Sag mal. Bisschen schütteln, ja. Die Bebauung bewegt sich kein Stück. Weiter schütteln. Weiter schütteln. Weiter schütteln. Weiter schütteln. Komm, kommt immer näher. Oh, stand was. Da oben scheint sich was zu befinden und da ist was runtergefallen. Irgendwas kommt aus dem Baum und zieht sich ins Pokémon-Nest. Okay. Oh. Was soll ich denn mit dem Viech? Mit den Kackviech, hallo? Das Level bist du, Fragezeichen. Ja, komm. Level 100, hallo? Ich habe keinen Bock mehr, die blöde Dynamax-Animation immer anzusehen. Oh Gott. Ich habe mehr Pokémon, also komm. Hat irgendwas fallen lassen, habe ich da gesehen. Oder ist das normal? Konter, ehrlich? Der Kack schon wieder, ey. Wäre vielleicht viel einfacher gewesen, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht. Deiner mal nicht maximiert hätte, aber Alter, willst du mich auf den Arm nehmen? Backentaschen, das ist noch nicht mal versteckte Fähigkeit von dem Viech oder irgendwie so weit. Wie jetzt gedacht, wir kriegen jetzt hier, weiß ich nicht, stecktes Fähigkeit, Viech oder was weiß ich. Jetzt muss ich noch mal. Keinen Bock zu Dynamax, die Animation dauert immer so lange. War schon nicht mehr, wenn ich normal hier so Dynamax-Kämpfe mache. Feuerball, oh, wird schon stärker sein, oder? Step oder so? Nee, ich glaube nicht. Boah, Alter, ehrlich? Ich hab keinen Bock mich zu Dynamax, der dauert ewig. Oh, komm her. So, ja. Die Igel Samen überhaupt funktionieren bei dem Viech, ich weiß es nicht. Was war ich? Vergifter. Nein. Oh. Oh. Jetzt will mich auf den Arm nehmen. Ich will Zeit verschwenden. Ich will die legendären Vögel fangen, ey, und nicht dich. Ja, voll die Zeitverschwendung hier. Kollege. Ja, was schneide ich hier raus? Kommt hier so ein blödes Viech hier gerade raus, ey. Hab ich Bock auf der Tab. Oh, das haut kaputt. Oh mein Gott.
Nein, du darfst keine höhere Initiative haben. Ehrlich? Alter, jetzt hör mal auf, und sie alle zu one-shotten. Sind auch schon irgendwie so Level 70 und so was. So, den müsst ihr aber nicht one-shotten, dein Schlag. Der Stahl. Der hat Flügel aus Stahl. Der Zwinger, jawohl. Stahlflügel. Bitte trifft. Oh mein Gott. Barek. Ja, mal meine Verteidigung oder irgendwie sowas. Ja, du, ich will was erreichen. Ich will mal hier die Vögel oder so fangen. Jetzt kommt so ein Kackbiech und nimmt mir die ganze Zeit weg, die ich aufnehme. Da hat genauso viel abgezogen. Boah. Boah. Alter, ey. Wird Zeitverschwendung hier. Ah, tot. Ja. Hi. Die Kämpfen haben sind viele Bären abgefallen. 30 Sindelbären, Zitrobären, Landsatbären, Tomatbären, Hornbeeren. Okay. Haben nicht. Die meisten Sachen konnte ich glaube ich schon fangen mit Bäumen und so hier bekommen. Aber okay. Weiß nicht, ob ich den Kampf drin lasse, weil war voll Zeitverschwendung, ey. So, diese drei Vögel, die sind in den drei Gebieten halt, ne? Einmal Naturzone, einmal Dingens. Nein, ist es doch schon. Was? Oh. Alter. Der rennt von mir weg. Ja toll, wo ist das Viech hin? Ungefähr, hi. Jetzt mal hatten, der ist hier runtergegangen, ne? Natürlich voll blöd, dass jetzt hier gerade so ein blöder Sandsturm ist, ne? Jetzt kann ich nicht sehen, wo das Viech ist. Ich nehme an, es ist nicht hier untergegangen. Das ist echt gerade das blödste Wetter überhaupt, um sowas zu machen. Gott, wie soll man denn das Viech erreichen? Irgendwo einkesseln oder verfolgen die ganze Zeit, ich verstehe es nicht. Dann kriege ich doch nie im Leben eingeholt. Ja, boah, ehrlich. Wie mir alles auf Nerven geht bei meiner Pokémon ja halt. Ja. Irgendwann hole ich den schon ein, oder? Also nicht so aus, als würde ich irgendwie Fortschritt machen. Oder der wird langsamer, oder? Ja, ich glaube, ich bin näher an dem ran jetzt. Ich krieg dich. Orange Zapdos auf zwei Beinen, anstatt zu fliegen. Guck mal, ich krieg. Boom. Ein Zapdos erscheint. Irgendwie ein Strauß oder so. Okay, coole Musik. Bist du noch Elektro? Nee, bist du nicht. Okay. Auch funktioniert hier das auch mit dem, oh, ehrlich, mit der Wesenmanipulierung. Hinter jetzt am Hagel, das heißt, ich muss verdammt noch mal Dings werfen jetzt. Oh,
Ach, er ist auch voll dämlich dann. Okay, das heißt, ich muss so oder so Meisterball wieder einsetzen, um halt hier die Dinge hier in Fang zu sehen, zu zeigen und so mit Pokédex eintragen und was weiß ich. Mir läuft die Zeit ja an davon, ne? Ist Hageln, ist am Hageln oder so. Sehr komisch aus der Viech, in Orange, nicht am Fliegen. Donnernder Tritt. Okay. So. Ja. Weil dem ich werfen weiß, aber so 14 Minuten, wir müssen noch die anderen beiden finden. Er ist ja nur da, um die zu zeigen. Also offiziell werde ich mir sowieso noch mal fangen. Also, was soll's? Hab genügend Meisterbälle für euch alle. So. Kling. Gut. Für ein Typ bist denn du? Ich hab das wohl in einem PC-Box geschickt. Jetzt muss ich mir den. Was habt ihr gefangen? Eines der legendären Folge-Pokémon aus den Notizen. Du merkst den Stand der Dinge. Boah. Hey, ich bin Peony. Wie kommst du mit der Expedition voran? Wie bitte? Du bist den legendären Pokémon. Das habt ihr begegnet? Im Ernst? Tja, super nice. Echt eine starke Leistung. Dann mach dich mal daran, auch noch die anderen Pokémon aufzuspielen. Warum muss ich dir jetzt mal Bescheid sagen? Wir treffen uns da sowieso irgendwann mal wieder. Ich musste irgendwie, nein, nicht das. Obwohl doch das. So, ich habe euch noch gar nicht den Eintrag vom normalen Zapdos gezeigt. Ja. Zapdos kann Elektrizität manipulieren, aber wie vor nach soll jetzt im Nest mitten vielleicht schwarzer Gewölbe liegen. Dann haben wir ja Zapdos Kampfflug. Es ist als Zapdos bekannt. Zeug beim Aneinanderreiben seiner Federn ein Geräusch, das sein Knistern von Elektrizität klingt. Es ist als Zapdos bekannt. Sieht wortwörtlich aus wie ein Zapdos, der zu faul ist zum Fliegen. Oh ne, Flügel sind ein bisschen kleiner, ne? Okay, cool. Dann auf und davon zum nächsten Ding. So, am jeden Ding sind. Also eins dieser Vögel ist eins dieser Vögel, ne? Also wird nicht so schwer sein. Und warum tauchen die alle schon direkt hier auf? Ich gehe nicht ins Wasser, kommen Böen, die Böen Torheidos die ganze Zeit. Ah! So, ich setze mal Schutz ein, vielleicht kommen dann die Torheidos nicht. Volltreffer gut, sobald es in der Klemme steckt, wird es, wenn man denn damit. Und wo ist Dingens Topschutz da? Muss sowieso irgendwie voll kurz hält, meiner Meinung nach. Hi. Oh, ehrlich. Nicht hier wieder hoch. Ja, der überhaupt nicht lang gehalten, ey. Was ist denn da für ein Topschutz, ey? Das hält ja nicht mal annähernd lange. So, das sah aber auch anders aus. Das war Lavados, ne? Die sehen aus wie so, weiß ich nicht. Die schwarz, die sehen aus wie so ein Neonlichter irgendwie. Im ersten Blick. Nein, das ist. Muss ich irgendwie, weiß nicht, ich werde jetzt einfach nur verfolgen, ne? Wie Zapdos halt. Wird schon klappen, oder? Oder muss ich echt irgendwo warten? Wenn ich irgendwo lande, muss ich aus. Oh! Muss ich auswendig lernen. Oder wie ich hinfliege.
Ah, was für ein Zufall, dass ich ein Schlappohr begegnet bin. Ich bin gerade irgendwie competitive für Schlappohr hochtrainieren. Echt coole Strategie, was man für dieses Ding braucht. Irgendwie wechsel dich und Tollpatsch. Der Ding kann mit Tollpatsch ja keine eigenen Items einsetzen. Da kannst du irgendwie, weil er nicht Sachen wie Heiß Orb oder Toxic Orb auf den Gegner rüberpacken, ihn zu nerven, also richtig geil. So, jetzt setze ich wieder Topschutz ein wegen Tridos. Dann bin ich noch, ich bin mein, war ehrlich. Okay, so, ich habe das Ding aus den Augen verloren. Gott verdammt. Was zum Teufel bringt Topschutz überhaupt? Hallo? Er bringt überhaupt nichts. Wofür ist ein Topschutz überhaupt da? Ey, das ist ein Kack. Topschutz soll doch die Pokémon ja von mir abhalten. Was bringt denn das dann? Wenn die trotzdem auf mich zukommen, hallo? Was hat hier gelandet? Ich weiß es nicht. Gott, verflucht. Ja, deaktiviert hat vollkommen nutzloses Schutz-Item. Das ist wortwörtlich nutzlos. Nimmt die Pokémon kein Stück ab. Und ist er da? Boah. Also, komm her. So. Haha. So kann man die abhängen. Cool. Ist er hier irgendwo gelandet? Weiß ich nicht. Ist der Tweede noch hinter mir? Ja. Also, wo ist das Viech jetzt? Kann ich es auf der Karte sehen vielleicht? Nö. Sehen, wenn ich mich jetzt wieder in Porte. Kommt das dann wieder? Ich muss das echt die ganze Zeit verfolgen. Jetzt weiß ich auch, wie du fliegst. Also kann ich einfach hier abwarten, ne? Landest du dann bei mir in der Nähe irgendwo? Hi. Hi. Hat sogar geklappt. Komm hier runter. Hat sogar geklappt. Ein Lavados wild erscheinen. So, was bist du vom Typ her? Kein Elektro. Ja, die sehen aus irgendwie wie so Dingens, wie so. Wie nennt man so negative Versionen von ihrem Original? In den Farben und so, finde ich. Hat sie irgendwie ein Foto gemacht und weiß ich nicht. Guckst du irgendwie halt negativ davon an? Das erinnert mich da irgendwie. Oh, nein, gesetzt. Tiefschlag. Ja. Gut, Ausbruch. Gott. Das Lava, das wäre immer voll gechillt. Ja. Okay, fügen wir mal ein paar frustrierende Versuche, wo ich einen Pokéball auf der Viecher hinwerfe ein und dann Meisterball. So. Tut einfach so, als hätte ich jetzt irgendwie eine Stunde lang versucht, mit Pokéball das Viech zu fangen, okay? Wird andere auch noch hier fangen, das Arktos. Würde noch was hier erreichen, ne, Kollegen? Ja, bist du für ein Typ? Hoch. Stehen hat jedes Mal sagen. Hey, wie kommst du voran? Was, du hast einen Lavados gesehen? Geil, weiter lachen. Von der sagt doch genau das gleiche. Warum soll ich denn den überhaupt noch treffen oder irgendwie sowas? Wenn er mir sowieso irgendwie sagt, ja komm hier. Bosheits-Pokémon. Unlicht. Lorne böse auch verschlingt die Seele derjenigen, die mit denen es sie in Berührung kommt und lässt sie vollkommen ausgebrannt zurück. Nett.
überhaupt nicht irgendwie Material für Albträume oder irgendwie sowas, ne? Nur lass mich raten, wenn ich jetzt hier hinkomme, dann sehe ich dich auch direkt oder was? Nö, ich sehe dich nicht. Okay, das heißt, ich muss ja echt noch suchen oder so. Was schaffe ich noch? Also, schaffe natürlich das sowieso so. Also, so eine Frage der Zeit. Also, wie viel Zeit ich ja noch einen Baller. Keine Ahnung hier. Oh, ein Relaxo. Und nie gesehen hat er noch Relaxo rumgelaufen ist. In der Stelle. Will mich eigentlich jetzt an diesem Baum hier hin teleportieren? Ja, kann ich. Hat mir irgendwie schon gedacht. Nachdem ich, oh Gott, den angesprochen habe, dass ich mich dahin teleportieren kann. Das muss ich erstmal wieder hier alles absuchen, wie ich finde. Ah! Hup. Guck mal. Da ist es ja. Oder auch nicht. Schau, welches davon ist jetzt der echte? Versuche einen Unterschied zu sehen, aber gibt es glaube ich keinen. Ne? Du. Was? Was? Du bist. Was? Du bist. Bin ich in das richtig jetzt reingelaufen? Ich weiß es nicht. So, egal, komm weiter. Okay. Ich hab keinen Bock hier. Ja, am Hageln. Du kriegst wahrscheinlich davon Schaden, weil du nicht Eis bist. Also, komm. Okay. Nur immer hat jetzt gerade funktioniert. Ich habe wahrscheinlich eine Menge rausgeschnitten. Ich eine ganze Weile jetzt hier irgendwie rumgeirrt bin, um das Viech zu finden. Also ja, nicht wundern, wenn jetzt hier so ein Schnitt kam oder irgendwie sowas. So, wir haben Arktos auch gefangen. Geil, ne? Statt Peony-Bericht. Ah, jetzt rufe ich dich nicht an und sag, ey, geil, krass, ne? Ich habe Arktos gefangen, Alter. So, was bist du denn? Psychoflug. Seine mit Psychokräften erschaffenen Klingen, die wie Federn geformt sind, können dicke Eisenplatten zerschneiden, als wären sie Papier. Ja, sieht irgendwie aus, als hätte man so einen Negativfilter über die gelegt. Okay. Wir sagen, wir starten noch mal Peony Bericht und gucken wir mal vielleicht noch, ob irgendwie was kommt. Wenn jetzt irgendwie bald nicht ein Kampf kommt oder irgendwie sowas. Vielleicht will er ja noch mal gegen uns kämpfen. Dann lassen wir das. Aber wir wenigstens hier noch gucken, wie es ein bisschen weitergeht. Ne? Gucken wir uns halt auch mal an. Vielleicht kriegen wir da alles hinter uns hier dann. Ah, Expeditionsleiter. Na, wie geht die Erkundung voran? Oh, die Legende des Königs der reichen Ernte, Koronospa. Was sagst du, du hast die legendäre Pokémon Koronospa gefangen? Super nice, also los, ich will deinen Bericht hören. Der Kopf ist ja gigantisch. Ist das der König der reichen Ernte, der große Obermacker? Seltsam, irgendwie kommt es mir so vor, als würde ich das Kerlchen nicht zum ersten Mal sehen. Jedenfalls wäre ziemlich eindrucksvoll, wie es so majestätisch auf diesem Pokémon reitet. Und sein gewaltiger Schädel hat in der Tat etwas von einer Krone. Wenn es kein stattlicher König ist, dann weiß ich auch nicht. Diese Expedition kannst du also als Erfolg verbuchen. Damit hast du mir alle Notizen König der reichen Ernte aus Legenden Notiz 1 berichtet. Na, ist dann vermerke ich die Expedition gleich mal als erledigt. Okay. So, gibt es sonst noch irgendwelche Legenden? Na, natürlich, die Giganten. Regirock, warum muss ich jetzt zu jedem einzelnen? Dieses kantige Etwas soll also Regirock sein, der Steingigant. Also wenn du mich fragst, ist ja unseren Pflanzenarealleiter wie aus dem Gesicht geschnitten. Weil sind eh nicht breitschultrig, richtige Brocken halt. Jedenfalls ist das eindeutig ein Steingigant. Diese Expedition kann also als ab. Boah, ehrlich. Sagst du, du hast die legendäre Pokémon Regi Eis gefangen? Los, blablabla. Und seit was Regi Eis über großen Grund. Das würde ich ganz mal. Ja, Mila, ach die Eisarena Leiterin. Ja, kann ich dir nicht direkt von allen sagen.
Das legen der Pokémon Registier gefangen. Das ist also der Registier der Stahlgant. Sieht nicht irgendwie aus wie ein Stahlgant. Bowlingkugel. Was? Mag es hinterher? So. Und hier Regelecki. Ich habe Regelecki gefangen. Super nice. So hat Brausebonbons, die schon im Mund knistern. Den Körper auf den Beinen halten zu können. Ja, deswegen hüpft es ja hin und her. So, boom. Mal auch abgeschlossen. Mein Gott, kann ich ja nicht einfach eine Zusammenfassung geben. Das dauert das doch ewig hier. Wir sind doch ja Profis, Alter. Oh. Sagst du, was das legendäre Pokémon Arctos gefangen? Das alles manipulieren kann. Irgendwie nicht. Vor allem, ich glaube, gezählt hätte, wenn ich Dings hier normales Arctos schon gefangen hätte, ne? Nein, die können nicht bitte. Die haben nur vollkommen andere Typen. So. Hätte voll unnötig lang dauert. Na, die haben alle die Kanto-Version im Kopf oder was? So, und zu den drei Rittern sagt es mir nichts, aber da war ja mehr so Sanias Auftrag, ne? Ich bin nicht irre, dürfte das alles sein, was es zu berichten gab, oder? Dann klemme ich jetzt mal ähnlich wie viel Tatendrang hinter die anderen Legenden. Was? Gibt doch keine. Hoch, Moment mal, hey, Expeditionsleiter. Damit hast du ja alle legendären Expeditionen gemeistert, die ich im Angebot hatte. Na, wenn das mal nichts ist, dazu fällt mir nur ein Wort ein. Super nice. Das sind zwei Worte. Mit so viel Ehrgeiz und Leidenschaft hätte ich ehrlich gesagt gar nicht gerechnet. Schließlich handelt es sich bei der Expedition nur um ein paar Albernheiten, die ich aus Lust und Leidenschaft zusammengeschustert hatte. Aber du hast dich trotzdem voll reingehängt. Aber du bist nicht ernsthaft legendären Pokémon über den Weg gelaufen, oder? Na klar doch. Nein, warte, du brauchst mir nichts zu sagen. Dein Gesicht spricht Bände, weißt du? Scheint, als hättest du ein echt super nettes Abenteuer erlebt. Diese Erfahrung kann dir keiner nehmen. Das ist quasi ein ganz persönlicher Schatz. Diesen besonderen Moment will ich dir nicht madig machen, indem ich dich mit neugierigen Fang auf die Kekse gehe. Also, Daniro. Na komm, dass du so viel Spaß auf meiner legendären Expedition hattest. Ja, ein kleines Dankeschön von mir. Eine seltene Liga-Card vom Peony. Aber irgendwie wäre ich das Gefühl, nicht nur etwas vergessen zu haben. Mensch, Dad, dein lautes Organ hört man ja bis nach draußen. Das ist echt peinlich. Mila, mein Goldstück. Ach ja, die ist Mila, genau. Ja, die Eisarena-Leiterin hat sie ja gemeint vorhin. Der Tötin, den du abgestiegen bist. Echt nicht schlecht. Hier lässt sich leben. Ah, und du bist Saniro. Schon eine Weile her, seit wir uns von deiner Riesennest getroffen haben. Was geht? Oder wie geht's? Wie geht's? Wie steht's? Du bist auf Zack, das gefällt mir. Du hast also die ganze Zeit meinen Alten bespaßt. Sehr cool, vielen Dank dafür. Ich bin bei der Dynamax-Abenteuern echt voll auf meine Kosten gekommen. Und jetzt brauche ich ein bisschen Abwechslung. Wäre voll breit für den Dingster, für deine Dingster-Tour, Dad. Oh. Hoch, warum hat es denn auf einmal die Sprache verschlagen? Gib mir einen Moment, Liebes. Ich muss nur schon ein paar neue Legenden für dich finden. Da bestimmt nicht lange. Dann kann unser Vater Tochter-Abenteuer endlich losgehen. Das heißt, wir müssen schnell was finden. Und überhaupt, schalt mal einen Gang runter. Ja, natürlich, wie noch sei. Ich habe hier was für dich, mein Goldstück. Schau mal, ich habe dir ein schimmerndes Entdecker-Outfit genäht. Nur streif doch mal eben über. Bei deinem Teil ist ja übelst der Glitzeralarm angesagt. Warum hast du ein stinknormales Outfit, während ich wie ein goldenes Disco-Kugel rumlaufen soll? Tja, das liegt doch auf der Hand, weil das Papas Goldstück ist. Mein Ein und Alles. Als stolzer Papa will ich, dass Leute schon aus der Ferne auffällt, wie goldig du bist. Ey, Dad, echt ist, das geht so weit. Ich habe mir spontan etwas anderes überlegt. Hier, du kannst den Glitzerfummel haben. Hey, was hast du denn auf einmal? Du hast das Goldset. Oh, ist das ein Gewand aus reinstem Gold? Ich mache mich da mal wieder auf zu meinen eigenen Abenteuer. Die Dynamax-Pokémon warten schon. Nein, komm zurück wieder. Warum musst du immer rebellieren? Ich schätze, das ist eine eigene Art, mir deine Zuneigung zu zeigen, nicht wahr? Ah, tut mir leid, dass du diese kleine Drama miterleben musst, Expeditionsleiter. Ich hätte jedenfalls mächtig Spaß bei unserem gemeinsamen Abenteuer. Du kannst unsere Expeditionsbasis gerne weiter nutzen, wenn du danach ist, wenn dir danach ist. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen Zeit mit meiner Tochter verbringen.
Wieder allein, nicht so schnell, warte auf Papa. Okay, haben wir das auch abgeschlossen, würde ich sagen. Ne? Ja, schon so ein bisschen nach Ending aus. Da lag noch was am Boden. Finde, was Peony verloren hat. Legenden, Notizen X. Okay. Peony verloren hat. Mit deiner Riesennest, okay. Okay, das werde ich jetzt aber erstmal lassen. Ich will erstmal gucken, wie die ganzen Sachen aussehen, die wir hier bekommen haben. Ich habe es endlich bekommen, mein Gewand aus reinstem Gold. Geil. Ein goldener Rucksack, kann ich auch goldene Stiefel und so. Ja. Ja, so gefällt mir das. Oder einfach das machen können, ne? Ja. Ja, ein bisschen einfach, habe ich auch ein goldener Helm, habe ich auch, ne? Ich habe auch letztens schon mal irgendwie so Sachen bekommen, eine Brille oder so, futuristische Sonnenbrille. Was ist das denn? Die haben mir irgendwie Mila gegeben, als ich hier mal, weiß ich nicht, Dinges gemacht habe, einige Dynamax Abenteuer. Hey, ist das nicht von links? Von hier, von Schwarz und Weiß, wie heißt der nochmal? Gestes. Cool. Da. Gut. So, das war jetzt gespeichert, aber der hat jetzt nicht gespeichert, ne? Zeig mal deine Liga-Karte, wo ist er? Hier. Peony. Wo es nur selten öffentlich thematisiert wird, handelt sich bei Peony um Roses jüngeren Bruder, der von klein auf darunter litt, stets mit diesen Überflieger verglichen zu werden. Okay. Cool. Aber habe ich doch, glaube ich, irgendwie schon gesagt, irgendwie, ne? Der vielleicht mit denen verwandt ist. Aber ich merke gerade, wir haben den 11.11. Das ist der Tag, an dem Skyrim rausgekommen ist. Aufgrund dessen lehnte er sich auf, geriet auf den schiefen Bahn und lief vom Zuhause weg. Doch durch seine Tat mausert er sich nicht nur zum Arena, er hat sogar zum Champ. Ich wusste. Natürlich, jeder ist irgendwie ein vorheriger Champ, kann das sein. Als kurz darauf Rosé zum Liga-Präsidenten hat, wurde zog sich Peony völlig von der Liga zurück. Sein Vater Renaja ist die Entwicklung jenes Kupfanti, das er als Kind gemeinsam mit seinem Bruder gefangen hatte. Okay, hatte der überhaupt eins? Ich weiß gar nicht. Gut. Alles klar, ich hoffe, der hat jetzt nicht gespeichert, ne? Ich habe Meisterbälle geworfen. So, in dem Sinne sage ich dann erstmal, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge weiß ich nicht. Muss mal zu den Deiner ist dann wahrscheinlich hingehen, ne? Da geht es dann wieder weiter, so wie das ausschaut. Gut. Aber nicht jetzt, ne? Gut. Ich sag dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Das würde mich davon. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss!